Hey Leute, hier ist wieder LEGO Clone Productions mit dem zweiten Custom Review und da über den Clone Piloten Matchstick von der 501. Ja, ich denke mal, ihr kennt alle Matchstick. Ja, der stirbt dabei bei dieser Folge, wo sie die Malevolence daran hindern wollen, die Lazarettstation zu zerbomben. Und ja, hier ist der Custom. Und ich fange mal mit dem Helm wieder an, wie bei meinem letzten Custom Review. Und ja, leg ihn mal dahin. Also, oh Mist. Ja, also das war einmal ein ganz normaler Clown-Piloten-Helm. Ja, da habe ich dieses Gelbe hier weiß gemacht, die roten Sterne gelassen, habe diese Zacke weggeschleift und ja, über Matchstick halt die Seite hier, diese, wenn man jetzt sieht, diese Zacken hier, beiden Seiten und diese Schlangenzungen hier, also das Gute, dass sie verläuft. Also ich finde Matchstick schon ziemlich cool, nicht allein schon vom Helm, weil er auch einen coolen Charakter hat. Und ja, der Helm ist wirklich ziemlich gut geworden, finde ich. Dann kommen wir jetzt zum Körper. Also, da gibt es eigentlich nichts viel zu sagen. Das ist einfach nur ein Clone. Eine Clone-Piloten-Rüstung, wie man sie normalerweise aus Lego, aus den Lego-Sets kennt. Und ja, also er steuert halt den I-Wing, aber ich habe den I-Wing nicht, deswegen, sonst hätte ich ihn jetzt mit dem I-Wing zusammen gemacht. Und ja, das ist Matchstick. Also falls ihr noch wissen wollt, wie man einen Clone-Piloten-Helm von dieser 501. macht, fragt mich einfach oder schreibt es einfach unten rein. Ich mache hier noch ein Review über viele Clone-Customs. Hier zum Beispiel diesen Clone-Piloten-Helm ohne, also nur blank macht, nur weiß also. Oder wie er ihn wie bei Broadside oder wie bei Matchstick halt macht. Ja. Das war's jetzt eigentlich schon mit dem zweiten Review. Und ja, ich habe mir mal vorgenommen, im nächsten Review einen Arc Trooper vorzustellen. Also Arc Commander Blitz. Und ich glaube, wird auch ein ziemlich cooler. Ich bin hier gerade an der Arbeit, ihn zu machen. Und ja, dann sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Review.